So, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bound by Flame. Wir sind hier, glaube ich, in Folge 8. Wir haben uns zuletzt mit einem Buffalo unterhalten. Und ja, glaube ich, habe hier soweit alles erledigt. Deswegen gehen wir mal ins Gasthaus. Falls es der richtige Eingang ist. Es gibt zwei. Ein Edelstein, sehr schön. Die Ortschaft ist größer als ich dachte. Gibt's hier hinten irgendwas? Nein, da komme ich nicht hin. Oh, eine Kiste. So, ich mache sie jetzt auf wie jeder normale Mensch. Ich trete einmal kräftig dagegen. Jetzt bin ich, glaube ich, hier wieder am Anfang, oder? Ne, oh, noch eine Kiste. Ich hau euer Mobiliar kaputt. So ein guter Verbündeter bin ich. Und eure Baumstämme. Hier gibt es nichts. Wer bist du? Mason. Yeah, who are you? One of them fucking mercenaries, right? Fucking mercenary, yeah. Sounds about right. You know what I call your lot? Oar blades. I got no time for oars. Jeder hat Zeit für Noten. Komm schon. Du solltest das versuchen, es könnte dir gut tun. Wir sitzen alle in derselben Scheiße, ob Mercenary, also Mercenary, weiß ich jetzt nicht. Freiheitskämpfer? Keine Ahnung. Oder nicht. Du kritisierst meine Ethik. Du Sack voll Scheiße. Die sind alle so nett. Naja, machen wir mal der Reihe nach. Maybe if you were to do something about your bad breath, the whores would let you get close to them. You know, I'm just saying. Go fuck yourself, Whoreblade. Das war schon. Komm, ich belästige ihn noch weiter. You again? Yeah. I thought I made myself clear. I got no money to employ you. Now fuck off. Eine herzliche Person. Ich habe ihn in mein Herz geschlossen. Oh, wir haben schon wieder ein Level up. Das geht ja schnell. Okay, unten tue ich die Hauptregister wechseln und oben die Nebenregister. Das ist ein bisschen verwirrend. In den meisten Spielen ist es genau andersrum. Da habe ich 8 Punkte, also tue ich in den jeweiligen 4 Punkte investieren. Da wäre mir jetzt am wichtigsten die Vitalität. Vitali! Und hier wäre mir am wichtigsten. Schleichen tue ich jetzt nicht so oft. Repost. Schneller zuschlagen mit Dolchen ist gut. Das finde ich gut. Das behalte ich. Da habe ich einen Punkt. Ah, das ist auch nicht schlecht. Da habe ich noch nichts freigeschaltet. Höhere Wahrscheinlichkeit, etwas erfolgreich zu recyceln. Man braucht weniger Ingredienzien, um andere Ingredienzien zu erstellen. Trapper.
Ja, das ist nicht schlecht, weil die Fallen sind schon gut. Und da werde ich jetzt auch mal gleich welche erstellen. Ja, zwei Stück brauche ich schon. Oder eins habe ich, glaube ich, gerade erstellt. Dann Heilportion. Heiltrank, wie viele habe ich denn gerade? Fünf Stück. Dann mache ich. Ah, geh weg. Minimap. Lass mich in Ruhe. Also ein Mana-Trank. Dann. Bolzen kann ich nicht machen. Eins. Eins. Kann ich noch einen machen? Nee. Okay. Wie habe ich die Karte? Ach, nach oben ist Minimap. Mhm. Ganz ausschalten oder so? Naja, komm, so schlimm ist die Minimap nicht. Rechts sind die Quests. Okay, da habe ich ja schon wieder was Neues entdeckt. Eure Kiste habe ich schon zerkloppt. Passt. Wer bist denn du? My goodness, let's see. You're not pissing blood, you're not vomiting your guts out. Both legs are in place and they seem to be holding you upright. Congratulations. It looks like you'll pull through. And now you'll excuse me, but I have other miracles to accomplish and not much time to devote to people in your condition. Ach komm schon, für mich kann man sich Zeit nehmen. Sehe ich wie ein Flüchtling aus? Refugee könnte Flüchtlinge sein, ja. Take it easy there, Doc. I'm with the Freeborn Blades, not one of your refugees. You could be Blackstorm himself for all I care. Now get out of my way, I have things to do. Sei netter zu mir. You again? Ja. I told you I'm very busy. Now leave me alone. Ach, Menno. Ich will doch nur helfen. Seid doch nicht so. Wer bist du da? Kann ich dich ansprechen? Ne, kann ich nicht. Damn you! Wegen dir bin ich den ganzen weiten Weg da umsonst hochgelatscht. Wo komme ich hin? Das ist das Gasthaus. Eine Kiste! Kaputt machen! Bam! Verbesserungen für meine Waffen, oder? Ihr habt also da Nahrung für euch drin gelagert. Hier drin, oder? Und ihr seid hungrig. Guck mal, was ich mache. I'm an asshole. Such an asshole. I'm an asshole. Was hast du denn für mich? Here we go. Another one of these hick refugees. There's nothing for you here. Alter, sehe ich aus wie ein Flüchtling. Hat dein Kopf schon mal Bekanntschaft mit Lampenboss gemacht? Call me a hick one more time, and I'll be using your face as an anvil. An idea which has a definite aesthetic appeal, I must say. Let's all remain calm, shall we? Please forgive my error. With all this commotion and all the thankless tasks I find myself confronted with, I often find my attention to detail slips. So, what can I do for you? Ach, das ist ein Waffenhändler, super. Naja, kann man verstehen, er ist ja Schmied. Ich möchte aber vorher erstmal gern mehr über das Dorf erfahren. I need more info about Valvanor. And you have decided that I have a sympathetic face. It's the story of my life. Talent worthy of a king's ransom, but surrounded by cretins who only seek that which is free. Ich habe keine Worte dafür.
Kannst du mir was über den Bürgermeister da erklären? What can you tell me about the steward? Oh, don't expect me to say anything bad about Berthoff Chambriard. I'm not always in agreement with him, but I can see that he knows his business. And he keeps the village relatively safe. Muss man schon sagen, hier wirkt's wirklich friedlich. Gibt's hier in der Gegend viele Elben? It's not often you see an elf blending in with other cultures. Are there many of you here in Valvanor? To my knowledge, I was the only one. That is until Prince Arundel and his acolyte arrived. Does that pose a problem for you? Not at all. Well, it does for me. His Majesty the Prince of Imbeciles is going to bring us nothing but trouble. How curious. I was given to understand that insulting the Sovereign was a crime. Even for an elf exiled to live among the humans. How curious. I was given to understand that the Sovereign in question was in a coma. And that you are in no position to be lecturing me. We both know that good King Arundel the Fourth is an idiot. And by his inaction he's condemned the entire elven nation. And possibly all the others as well. Der mag sein König nicht, habe ich das Gefühl. Naja, das brauchen wir nicht. Obwohl, machen wir es einfach. Ich weiß zwar schon, wo die Heilerin ist. Wir haben sie ja vorhin gerade gesehen, aber egal. Do you know the woman who runs the healing house? Oh, of course. She's all one hears about lately. Everyone here will tell you that she's a courageous woman, fighting a noble battle. Everyone but me. The woman's insane. There are already far too many mouths to feed in this camp. Clearly, she's fully aware of this, yet she stubbornly insists on making things worse. Na so, wir haben ihn jetzt gefragt, wer sie ist und wie sie drauf ist. Nicht wo das Haus ist. Was weißt du über die roten Streifen? And the red scribes. Know anything about them? No, certainly. A boring bunch of fusspots, spreading science and preaching the good word while never suspecting that anyone might see through their little game. Well, at least they're kind enough to leave me alone. Unlike some. Okay, das war's fürs Erste. Ich will mir jetzt erstmal das mit den Verbesserungen anschauen. Auf Wiedersehen. Ach, ich kann da was verbessern. Ah. Okay. Da verbessere ich aber lieber mein Schwert, weil das benutze ich öfters. Als meine Dolche. Mehr physischer Schaden. Chance auf Unterbrechung. Oh, sorry, das ist einer meiner Wecker. Bin heute schon etwas früher auf. Dann. Chance auf kritischen Schaden. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber erstmal mache ich den Moon Guard. Und was kann ich hier? Chance auf kritischen Treffer. Das mache ich natürlich. Okay, jetzt habe ich mein Schwert verbessert. Dann. Was mache ich noch? So, you have returned. What is your desire? Schauen wir mal, was du hast. Ah, gold. So vulgar to work with. So wonderful to own. Impaler. Viel zu langsam. Nicht stark genug. Viel zu langsam. Dann die sind allerdings um einiges besser.
Zum Glück habe ich meine Dolche noch nicht verbessert. 204. Kurzbaus hat er keine. Ein Elf im Kyrias. Weniger Giftresistent, dafür mehr Magieresistenz. 11% ist jetzt nicht so geil. Auf jeden Fall ist der Helm, den Helm habe ich noch überhaupt keinen. Elfenhelm. Dann das macht mich in allem besser. Das kaufe ich. Dann minus 4% Giftresistenz. Dafür plus 3. Plus 1 ist jetzt nicht so gewaltig. Aber die haben mehr Verteidigung. Ich hoffe ja mal, dass ich nicht so oft gegen Gegner kämpfen werde, die Gift einsetzen. Wie viel Gold habe ich noch? Also die Handschuhe kann ich mir noch kaufen. Irgendwie verbessern die Sachen. Das hier kann ich zum Beispiel verbessern. Interruption plus 5. Muss ich erstmal schauen, was ich überhaupt herstellen kann. Ach so, könnte ich das mit der Giftresistenz ausgleichen. Dunkle Magie. Ne, ich mach mal Giftresistenz, damit der Nachteil ausgebessert ist. Und da kann ich auch was verbessern. Da habe ich aber nirgendwo die Rohstoffe für. Okay. Dann betreten wir mal das Gasthaus. Das haben wir uns eh schon ein bisschen verbessert. Gibt es hier noch irgendwas, um was ich kaputt hauen kann? Na, wo noch? Hältst du Ausschau? Da sieht man doch nicht viel. Baumstamm. Was gibt's hier? Grabsteine. Ja, ja. Der Krieg fordert viele Opfer. Also die Atmosphäre gefällt mir aber von dem Spiel. Go to the stocks. Ja, wir wollen ja alles erkunden. Ach, okay. Jetzt bin ich im Prinzip über einen anderen Weg in die Stadthalle gegangen. Obwohl. Stunner. Ich hab neues. Ein Hammer habe ich, glaube ich, gefunden. Ist ja voll der Hammer. Was gibt's hier? The swamp is our best defense. Happily, the wildlife are just as keen on attacking the Deadwalkers as they are the villagers. But the situation here in Valvanor rose worse daily. And each new wave of refugees increases the risk of drawing unwanted attention to this jungle. No Ice Lord scouts who find this village will ever escape to tell the tale. Of that, I can assure you. Also, my men are reinforcing your defenses. Forgive me for saying, but you have some serious weak points. Especially the defenses around that refugee camp of yours.
The arrival of the Freeborn Blades and the Red Scribes has greatly improved our chances of survival, Captain. Believe me when I say that we are most grateful to have you with us. Needless to say, your men and the Red Scribes are welcome and free to go where they will. But as for any other newcomers, our gates are closed. You must understand that our food stores are as limited as our abilities to defend our village. Until you arrived, we had but one person who was even vaguely capable of treating our injured. And the case of Prince Orendil was completely beyond her skills. And there is this beast story, doubtless another fairy tale, the fruit of an alcohol-addled brain. Nonetheless, several of the Watch have gone missing. Something hidden in these swamps is causing these disappearances, but we cannot risk sacrificing any more of the few men remaining to us on sending patrols. Large groups entail moving chrysalids that are unmanageable. The others, quite simply, do not return. Silence! If I were to listen to everyone, I would need 10 times the number of men I have to verify the truth of every tale. Enough! You must aid me to do this. I am not able to do that. Your endless wailings are unbearable. In the name of... Vulcan? But by the gods, man, what is... This world is condemned. The cold hath invaded its ground, its souls, and its heart. Yet here you stand, weaving your limbs like fish taken from the water. Miserably shuffling about to conserve the illusion of warmth and life, and not feel the passing of your last breath. Well, I must endure your wailings and lamentations. Pitiful. Vulcan, stop this nonsense immediately. It is not he who speaks. All the fall to ruin about you. Yet you still bewail your loose bowels and vomitings. You cannot vanquish your dead walkers. No more than you can vanquish their necromancer masters. They draw their power from the very heart of the world. They drink it. They suckle it dry. Your only chance to cleanse what your own have corrupted is to go to the World Heart and liberate it from its servitude. The World Heart is a myth, a forgotten fairy tale, no more real than dragons or dwarves. A myth. Continue hiding behind thy puny barricades, and thou wilt soon join thy myths and fairy tales. Cease your pretense. I know you have returned to consciousness. What the hell happened? I was just listening to the steward blabbing away with the captain, and then... And then you lost control. I don't know, it's like something in my head zapped me so it could use my mouth. But I was still there, still thinking what I was saying. This is not the first time you have felt this presence manifest itself. No. No, it's been there since the temple. It's also in my dreams. I think... Interesting. It would seem that your body is host to some other entity. And it is clearly a spirit of fire. No kidding. I got a demon in my head. Something of the kind. In truth, I could not say what it is. Not yet, at least. Don't make me laugh. After all, it's your disciples that let this thing out of its cage, right? That has nothing to do with it. Do you have any idea of the implications of this incident? Nein. Oh, pff, ist nur Kleinigkeit, damit werden wir schon klarkommen. What? Just because I said some weird shit? Believe me, it's not the first time that's happened. Obviously, you haven't understood. The thing that is inside you, it wishes you ill. There is not enough space inside you for two souls. That demon wants your body.
It will control you more and more until it has replaced you completely. Ha! Thou thinkest I crave the body of a mortal? I am a prisoner here. My place is in the World Heart. It will not hesitate to lie to you, to tell you that which you wish to hear, so that you will allow it to consume you. I never asked for this cage. I never asked to be forced to hear thy every thought. It is I who have been invaded. It speaks to you. Do not listen to it. Cast it from you. If you do not resist, it will crush your soul. Hey, take it easy. One day at a time, okay? I'm gonna take a walk. Ja, und wie spannend es weitergeht mit unserer kleinen Wanderschaft durch die Nacht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Obwohl, ich schaue noch ganz kurz hoch. Das machen wir noch kurz. Komm. Ich kann mich wieder nicht zusammenreißen. Ich muss wieder looten. Ey, pff. Ich mache hier nichts. Ich hau nur wieder deine Sachen kaputt. Jetzt haben wir schon 3 Fallen wieder. Super. Cool. Wo geht's hier lang? Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Genau. Gehen wir aus dem Weg. Den Ritter sprechen wir dann nochmal an. Den Magier labern wir dann auch in der nächsten Folge an. Und hier gab es nichts mehr. Dann gehen wir noch kurz hoch. Ich habe schon wieder ein Level up. Das Bett sieht ja richtig bequem aus. Geh mir aus dem Weg. Da drin schlafen. Okay. Jetzt müssten wir aber alles haben hier. Na gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Bound by Flame. Oh. Also dann.